Und der Boxweltmeister hier aus München hat wieder zugeschlagen. Uwel Hector Hernandez hat seinen Titel bei der WBA als Gold Champion verteidigt. Das Ganze in der Hitze von Panama City. Er wird sich dann nach dieser Sendung, wenn er nämlich gleich zu Gast ist, wieder auf den Weg machen. Denn möglicherweise steht schon für 2024 ein großer Megakampf an. Der Gürtel bleibt bei seinem Besitzer und Uwel Hector Hernandez baut seine Siegesserie weiter aus. Dabei wird sein 18. Profikampf vor allem wegen der Umstände drumherum in seinem Gedächtnis bleiben. Denn erst stand Hector ohne Gegner da und dann entpuppte sich der neue Mann gegenüber als Sprücheklopfer. Mit dem Kolumbianer Alexi Rivera stand der Münchner vor einem kurzfristig festgelegten Herausforderer, der ihm ziemlich unbekannt war. Doch die Erfahrung, das Selbstvertrauen und die gute Vorbereitung sorgten für einen klaren Kampfverlauf. 8 Runden lang beherrschte Uwel das Geschehen im Ring. Als Ringrichter Guillermo Pérez Pineda das Duell abbrach, brachen auch im Coliseo de Combates in Panama City alle Dämme beim Profiboxer aus Bayern. Mit seinem 17. Sieg als Profi hat sich der Supermittelgewichtler weiter in der Weltrangliste nach oben geschoben. Und die Titelverteidigung des WBA-Goldtitels kann sich schon bald auszahlen. Auf der Convention der World Boxing Association in Florida wird Uwel Hector Hernandez präsent sein. Denn mittlerweile ist sein Name längst in Lateinamerika bekannt und jetzt steht der Schritt nach Nordamerika an. Bald schon, möglichst 2024, kann der große Kampf in den Staaten kommen. Uwel Hector Hernandez ist bereit und hat sicher noch Platz für weitere Championsgürtel. Ja, es wird nämlich langsam eng hier mit den Trophäen, die er schon in seiner Karriere erbeutet hat. Heute zu Gast, herzlich willkommen, Gold Champion WBA, Hector Uwel Hernandez. Grüß dich. Hi, grüß dich, Daniel. Danke für die Einladung. Wenn man jetzt so deine Aufmachung aber anschaut, dir ist schon klar, dass du nicht mehr in Panama bist. Du bist zurück in Bayern hier und es ist Winter. Ich bin klimatisiert. Bist du gerade auf dem Weg zum Training oder kommst du gerade vom Training? Nein, ich war tatsächlich beim Friseur davor und genau, also ich bin jetzt erstmal hier im Urlaubsmodus, ja. Muss danach weiter nach Amerika, danach freue ich mich auf Weihnachten. Also ich bin nicht im Training gewesen, also ich bin aktuell im Urlaubsmodus und genau. Okay, ja, dann erklärt sich auch dieses Erscheinungsbild. Lassen wir heute mal so durchgehen. Ja. Alles weiter kannst du dann, was Kleidung betrifft, mit deiner Mutter ausdiskutieren. Wie war es in Panama? Wir haben das Ergebnis jetzt ja schon gerade vorweggenommen. Wir haben ein bisschen in den Kampf reingucken können. Wie war es aber, selbst im Ring zu stehen dort vor Ort für dich? Mal wieder, ja? Mal wieder, ja. Also es war für mich wieder eine große Ehre, dort in Panama zu boxen, bei der WBA, die mich da unterstützen. Wieder live im Fernseher auf ESPN Plus und ESPN Knockout. Ja, also es war eine gelungene Sache, die da stattgefunden hat für mich, ja, und auch sehr erfolgreich war. Leider war der geplante Gegner, der hätte gegen mich kämpfen sollen aus Frankreich, hat uns da kurzfristig abgesagt und ist dann ein neuer Gegner eingesprungen, also ein undankbarer Gegner aus Kolumbien. Undankbar, weil unbequem von der Boxart her? Ja, undankbar, weil nicht die keine richtige Vorbereitungszeit so für den Kerl war. Die Sparringspartner haben jetzt nicht so gepasst, um sich da jetzt so auf so, das war auch Rechtsausleger einzustellen. Und er war halt auch ein bisschen unbequem, der Kerl, ja, und hat nehmen können. Der hat einen Schädel gehabt wie Beton und der wollte einfach nicht runtergehen. Kannst du mal zeigen, bei dir die rechte Hand, wenn du immer so leicht nach vorne hältst, so, man sieht noch an der Faust, trotz ja Bandagen, die drauf waren, trotz Handschuh, sieht man ja noch die Blessuren. Es war wirklich einer, der hat Herz in den Kampf gebracht. Richtig. Also er war vielleicht nicht boxerisch der Exzellenteste. Warum ist das so oft, dass so eine Typen dann auch so über sich hinauswachsen? Der wollte es einfach wissen. Der hat mir nach dem Kampf gesagt, der hat seinen Kindern versprochen gehabt, er hatte 4 Kinder gehabt, dass er den Titel mit nach Hause nimmt. Ja, das war seine Motivation. Und es ging ja auch um sehr viel. Ich meine, wenn er mich geschlagen hätte, dann wäre er ja in der Top 2, Top 3 der WBA gewesen. Und ich glaube, für ihn hätte sich ein Leben geändert, ja, der dort aus Kolumbien ist. Ich denke, jetzt auch nicht die besten Verhältnisse dort hat. Und es ging einfach um sehr, sehr viel für ihn. Ja. Wie wird sich jetzt dein Leben ändern? Also du dürftest jetzt langsam mal auf Position 1 der Herausforderer bei der WBA kommen. Genau. Und du wirst dich direkt nach der Sendung, deshalb haben wir es heute auch nochmal angesetzt, auf den Weg machen nach Florida zur WBA Convention. Was ist WBA Convention? Was genau wird dort besprochen? Ja, also die WBA Convention, also ich war das allererste, also bei mir ist es genauso, ist auch ein Neuland. Also ich bin das allererste Mal dort. Ja, also ich habe gehört, dass dort ganz viele
Sponsoren, Promoters, Managers, also Boxmarken wie Grand, Rival. Es kann auch sein, dass ich den Canelo dort vor Ort treffe. Dort vor Ort sind, also Boxweltmeister. Genau, vielleicht ja, kann, der Traumgegner fürs nächste kann, Jahr? Kann sein, weiß man nicht, ja. Und genau, dann dort werde ich interviewt, dort werde ich vorgestellt, ja. Ich habe auch dort ein Treffen mit einem der größten Promoter in Amerika, also vielleicht sagt ihr das was, Top Rank, ja, das leitet der L. Heyman. Also L. Heyman wird selber nicht vor Ort sein, aber die rechte Hand von dem, ja. Und genau, dann hocken wir uns zusammen und werden halt dann so über meine Zukunft quatschen, ja, und gegebenenfalls, wenn alles gut läuft, dann werde ich da auch einen Vertrag unterzeichnen, genau. Was wäre dann so der Wunsch, den du ja mitnimmst? Was soll für 2024 kommen? Für 2024 soll auf alle Fälle ein guter Vertrag her, ja, ein guter Vertrag her, der mir und mein Team so quasi so die ganzen Lasten wegnimmt, ja, die ganzen finanziellen Lasten, weil ich meine, das Box-Business, ja, habe ich dir ja schon mal im letzten Mal gesagt, ohne das Finanzielle ist es ein bisschen schwierig, ja, und wenn ich dort einen Vertrag unterzeichne, ja, bei Top Rank, ja, dann wird mir die ganze finanzielle Last genommen, ja, und ich bin quasi dann auch im Rampenlicht, ja, ich meine, Top Rank, da waren ja die ganzen Top-Boxer, also wie jetzt unter anderem Beispiel der Sugar Ray Leonard oder Muhammad Ali, da wollen die eigentlich alle hin und dort ist auch das Fernseher, Showtime, ja, da wollen die alle quasi hin und in Amerika ist es ja auch so, wie ich letztes Mal schon beschrieben, du musst leider einen Namen haben dort, um die ganz großen Kämpfe zu bekommen. Ja, weil was heißt denn die finanzielle Last? Also wie groß ist denn das Paket, was so pro Jahr für das Team, für das Profi-Box-Team um dich herum geschnürt werden muss, in so einer Summe gepackt? Ja, man muss ehrlich sein, Beispiel so ein WM-Kampf, ja, kostet mit allem drum und dran, da bist du auf alle Fälle bei einer hohen sechsstelligen Summe, ja, und das kannst du diese Last nicht lange tragen, ja, also wenn du da nicht gut aufgestellt bist und wenn du da bei so einem Promoter unter Vertrag bist, ja, da werden solche Summen, Börsen bereitgestellt und du verdienst auch noch Geld dabei, ja, und wie ist noch bekannter, weil du ja auch im großen Fernsehen in Amerika boxt, ja, und sich das einfach dann alles viel, viel leichter entwickelt, wie jetzt, wenn du halt hier alles selber stemmst. Ja, von außen betrachtet, viele Leute, die ja so hören, Profiboxer im Fernsehen übertragen, denken immer, oh, das sind die großen Börsen, die Millionenbörsen. Kommst du vielleicht jetzt langsam ran an so eine Millionenbörse? Weil bisher, wir können es vielleicht verraten, bisher war es noch nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, bisher war es noch nicht so. Ich habe jetzt 18 Profikämpfe gehabt, ja, und ich kann es auch hier live vor ihm sagen, ich habe in den 18 Profikämpfen, die ich hatte, noch keinen Cent verdient. Noch keinen einzigen Cent verdient, ja. Und ich kenne auch jetzt hier in Deutschland keine deutschen Boxer, die jetzt da finanziell gut aufgestellt sind, die da jetzt im Boxen gutes Geld verdienen. Also das war mal so früher bei den Klitschko-Zeiten, ja, bei den Abraham-Zeiten, ja, zu den Zeiten, wo Felix Sturm in seiner Prime war, ja. Aber zu diesen Zeiten ist es sehr, sehr schwierig, weil der Boxer quasi alles managen muss, ja, wenn er keine Sponsoren hat oder einen guten Promotervertrag hier in Deutschland, dann gehst du unter und kommst auch nicht weit. Ja. Komm aber nochmal zurück, jetzt geht's rüber nach Florida, du führst die Gespräche, kannst einen Vertrag unterschreiben, der Name Canelo, also Saul Alvarez, das ist der aktuelle Champion im Supermittelgewicht bei der WBA. Genau. Wärst du so in der Position, dass du vielleicht sogar schon so einen Kampf fordern kannst? Oder musst vielleicht einen Umweg machen? Es ist ja im Gespräch, ob du sogar in der Gewichtsklasse erstmal runtergehst. Genau. Also normalerweise, wenn du in der Top 5 bist, ja, wärst du qualifiziert für so einen Kampf. Ja, ich sollte jetzt auf die 1 rutschen in der WBA. Unser Plan ist es aber jetzt so, dass wir wahrscheinlich in die Gewichtsklasse runtergehen. Ja, weil ich dann einen Landsmann habe, der jetzt dieses Jahr 41 wird, der ist der amtierende Weltmeister im Mittelgewicht, ja, und der gehört jetzt dann langsam abgelöst, ja, und also die suchen. Ein kubanischer Landsmann, du bist ja sozusagen, du bist ja, wie haben wir letztes Mal gesagt, der German Latin oder der Latin German, so können wir dich ja vermarkten, und der wird jetzt aufhören, Landry wird sich dann langsam zurückziehen, und die Stelle ist frei, im Prinzip, wenn wir es mal so sagen wollen. Genau, die Stelle ist dann frei, und das ist dann, glaube ich, so ein eher langfristiger Weg dann, und der ist 41, ist auch nicht mehr der Jüngste. Und
die Stelle wäre frei und quasi, die wollen mich so quasi zum Nachfolger machen. Dann reich mal auf der Convention der WBA, der World Boxing Association, eine schöne Bewerbung ein für die Stelle. Ja. Hector, danke, dass du heute nochmal vorbeigeschaut hast. Und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wie wir es dann stapeln, wenn du mit den nächsten Gürteln kommst. Also der eigentliche Titel ist nicht da, weil die das leider nicht geschafft haben. Ja, sonst wäre es eigentlich noch einer geworden. Ja, das schichten wir dann schon. Wir bauen an. Für dich machen wir das. Danke dir heute fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung. Viel Erfolg für 2024. Danke.